Lange Schlangen vor dem Plenarsaal des Bayerischen Landtags. Tausende Menschen nahmen am Tag der offenen Tür die Möglichkeit wahr, sich im Maximilianeum umzusehen und den Landtagsfraktionen einen Besuch abzustatten. Unter dem Motto Politik einmal hautnah erleben, durften die Besucher die Plätze der Kabinettsmitglieder und Abgeordneten im Plenarsaal einnehmen. Der Plenarsaal, das ist im Grunde sozusagen die Herzkammer jeder Demokratie und von so her auch der Demokratie in Bayern. Und das bedeutet für die Politik, dass hier die Entscheidungen getroffen werden, hier die Entscheidungen fallen, die Bayern bewegen sollen. Also, und die letztlich auch jeden Bürger betreffen. Und von so her ist es gut, wenn man sich das auch mal anschauen kann. Die Vollversammlungen des Parlaments werden von der Landtagspräsidentin Barbara Stamm und ihren Stellvertretern geleitet. Einer davon ist Peter Mayer. Der Landtagsvizepräsident der Freien Wähler weiß aus Erfahrung, dass die Debatten im Landtag teilweise sehr hitzig verlaufen. Die Revolutionstaste habe ich noch nicht drücken müssen. Manchmal ist es schwierig, ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Es hängt halt auch ein bisschen vom Thema ab. Es gibt durchaus emotional geführte Diskussionen im Parlament. Dann ist es schwierig, auch ein bisschen die Emotionen im Zaum zu halten. Und dann ist auch der Lärmpegel im Haus sehr groß. Im Gespräch der Fraktionsvorsitzenden auf der Bühne des Senatssaals wurde den Besuchern schnell klar, dass Opposition und Staatsregierung nicht immer einer Meinung sind. Das gehöre aber zu einer funktionsfähigen Demokratie, meint der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Hubert Aiwanger. Zwischen Staatsregierung und Opposition haben wir derzeit eine eher gereizte Stimmung. Vielleicht auch deshalb, weil wir einfach als Opposition sehen, dass die Regierung zu wenig Plan hat. Energiewende, Bildungspolitik, ländlicher Raum, wie geht's dort weiter? Da haben wir viele Forderungen. Die Regierung reagiert zu wenig und macht zu wenig gute Themen hier. Aufgabe der Opposition sei es auch, die Staatsregierung auf Trab zu halten. Und das übernehmen die Freien Wähler auch in Zukunft gerne, erklärt Aiwanger. Neben dieser ernsten Seite der Politik konnten die Besucher auch ein buntes Rahmenprogramm genießen. Gerade für die Kleinen war einiges geboten. Mit der Organisation des Kinderfestes war die Freie Wähler-Abgeordnete Gabi Schmidt betraut. Als Mitglied der Kinderkommission liegt ihr das Wohl der Jüngsten besonders am Herzen. Wir in der Kinderkommission, wir suchen uns Themen raus, die in der Gesellschaft gerade ganz wichtig sind für Kinder. Von Kinderarmut bis Kinder im Asyl, bis wie sind Kindergärten aufgestellt, haben wir genug Betreuungsplätze. Und jeder in der Kinderkommission kann an seinem Thema richtig arbeiten und kann das da einbringen. Die Arbeit in der Kinderkommission zeige Schmidt immer wieder, dass Politiker eine leichter verständliche Sprache benötigen, um auch Kinder und Jugendliche für die Arbeit des Parlaments zu begeistern. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das Credo der Freien Wähler, wurde auch am Tag der offenen Tür wieder mit Leben erfüllt.